Guten Tag und herzlich willkommen wieder zu einer Runde FIFA 13. Ich bin euer Spieler und Kommentator MG Muss mit. So, nach den zwei Nationalteamspielen sind wir mal wieder in der Bundesliga. So, Erholungsphase ist nicht mehr groß. So, Bundesliga-Vorschau 1860 München gegen VfL Wolfsburg. So, Carlos Mendoriz, ich bin froh, dass Sie mich ernst genommen und mir Spielzeit in der ersten Mannschaft gegeben haben. Ja, das ist schon mal gut, dass er sich darüber freut. So, nochmal kurz Mikro justieren. So, wir gucken aber jetzt in die Mannschaft und gucken hier weiter. So, Kader. Alle sind sehr erholt, selbst Halfa, obwohl das er im Nationalteam ja, gespielt hat. So, oh, die Form ist ja mittlerweile grausig von ihm, von Vukavec. So, auf Rata ist momentan auch nicht so spitze. Was soll denn das hier? Aber das wird hier schön langsam. So, Davari lassen wir drin, oder? Lassen wir Davari drin, lassen wir drin, lassen wir drin. Ja, komm, ein Spiel noch. So. Sieht da soweit gut aus. Dann geht es auch schon in die nächste Partie. Gegen Wolfsburg. Wolfsburg. So, die letzten drei Spiele vom Wolfsburg. Ein Unentschieden gegen Schalke 04. Ein Sieg gegen Düsseldorf. Und eine Niederlage gegen Sion. FC Sion kenne ich nicht. Und sie haben einen Verletzten. Bisschen angekreidet, aber das... Ja... Hält ja nicht auf unbedingt. So, nochmal hier durch die Stangen hier manövrieren. Komm, das kriegen wir hin. Ja, Alter. Alter, was soll denn das hier? So, kriegen wir es hin? Na, komm. Was stelle ich mich heute so an? So, komm schon. Kein Hütchen hier umschmeißen. So, hier noch durch. Ah, Hütchen muss halt keins dran glauben, so wie es aussieht. So, Ding hätten wir getroffen, aber... Naja, die 20.000 sind immer noch unerreichbar für uns. Da müsste man noch ein Stück schneller sein und dann noch ein Schild treffen. So, Bundesliga 1860 gegen Wolfsburg. So, mal gucken, ob wir ja nochmal gewinnen können. Hier im Anschluss, ja, nach dem letzten Sieg in der Bundesliga. Das muss schon. Da müssen wir mal wieder. Wir müssen echt angreifen jetzt, weil wir doch zur Spitze sonst wirklich Punkte verlieren. Wow, Wolfsburg sehr direkt. Kommt hier gleich ins Spiel. So, Ospina darf hier den Abstoß treten. So, 60. Muss sich hier was aufbauen. Muss hier gewinnen. Um hier nicht, ja, die Führungsränge aus den Augen zu verlieren. Wolfsburg kommt aber schon wieder hier. Mit großen Schritten. Das war's wohl. So, 60 jetzt wieder im Spielaufbau. So, raus auf Halfa. Unsere Nationalspieler im Team. So, Halfa bringt die Flanke, aber da steht keiner anständig frei oder konnte sich hier nicht freidrängeln. So, Wolfsburg kommt hier auch über die Flanke, aber gibt hier mal kurz rein. Da muss Ospina hinter sich greifen. In der 10. Minute, Diego schießt für Wolfsburg das Tor. Eieiei, 1:0 Rückstand für unsere 60er, aber alles ist noch drin, das kennen wir schon. Das hatten wir schon öfters, das können wir drehen, das... Da können wir noch was draus machen. Eieiei, kommt schon Leute, ihr seid fit, ihr dürft mal. So, Wolfsburg früh unter Druck gesetzt, mit Erfolg. Schulz hier am Ball gewesen. So, kommt schon. Nochmal hier was aufbauen hier. Alter. So wird es nix, wenn man so den Ball hier verdattelt.
Aber Wolfsburg kommt hier schon wieder. Schön ausgebremst im Mittelfeld. Schön gespielt auf Davari. Davari. Ah, und dann keine Anspielstation, keine gescheite. Aber hier immer noch Weimann. Schön gemacht. So, Halfa darf die Ecke treten. Die arme Ecke mal wieder. So, schön reingebracht. Aber kommt hier wieder keiner zum Zug. So, Wolfsburg kommt schon wieder. Will hier schon wieder noch nachsetzen. Das wollen wir natürlich verhindern. So, 60, schöne Abwehrarbeit. So, gut gemacht. So, schnell nach vorne umschalten. So, Weimann. Ah, fuck ey. Die Abwehr steht aber gut von Wolfsburg, obwohl sie so nach vorne was machen. Ah, dann kriegt man den Ball so und dann hau ich den. So, schön gemacht, schön getrennt. Aber Wolfsburg natürlich setzt hier nach und holt sich das Ding gleich wieder. Da ist echt guter Zweikampf hier am Werk. So, schnell ausgeführter Freistoß. Einwurf. So, gleich nochmal. So, weiter geht's. Alpha. Weimann. Belaunt. Kommt hier zu Fall, wird zu Fall gebraucht. Freistoß. 60. So. Wie bringen wir den? Ah, zu kurz. Da ist die Mauer nicht so hoch gesprungen, wie wir das gerne hätten. So, Wolfsburg kommt. Aber 60. Gute Abwehrarbeit mal wieder. So, schön nach vorn gebolzt. Weg ist das Ding. Mal kurz entschärft. Sich sortieren hier in der Defensive. Dass man hier nicht, ja, ein Tor nochmal kassiert. Eins reicht schon fürs Erste. Dass wir das mal wieder intus haben. So, 60 hier am Ball. Aber gleich wieder verloren. So, kommen wir hier jetzt mal zum Konter. Lauf zum Ball. Nein, 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 nein. Wolfsburg kommt hier schon wieder. Und da ist es passiert. 2:0 für Wolfsburg. Ah, das läuft heute nicht. So. Doppelpassspiel hier an der Flanke. Davari. Kopfball. Wer hat hier geköpft? Blaund oder? Ja, der Verteidiger von Wolfsburg. So, Halfa darf wieder treten. So, Ecke kommt. Ecke. Ah, geht nicht rein. Ist mal wieder ein Verteidiger im Weg gestanden. So, Wolfsburg läuft hier schon wieder Richtung 60er Tor. Muss hier was machen. Ah, aber nicht solche Aktionen. Einwurf Wolfsburg. So, schnell ausgeführt. Die wollen hier keine Zeit verlieren. Wollen hier noch ein bisschen abseits. Klar. Klare Entscheidung. So, 44:30 gespielt in dieser Halbzeit schon. Gleich dürfte Abpfiff kommen. Nee, 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit schon. So, schön nach vorn gespielt zu Davari. Ah, kommt der nicht durch. Schön gedacht gewesen, aber was soll's. So, Wolfsburg nochmal. Kommt hier nochmal vor der Halbzeit. So, und jetzt nach vorn. Aber da sagt der Schiri, nee, nee. Hier ist Halbzeit angesagt. 2:0 im Rückstand hier unsere 60er. Das darf doch nicht die Möglichkeit sein. So. Wir machen mal hier mal ein bisschen offensiver. Dass hier was läuft. So will ich das. So. Einwurf 60. Schnell gemacht. Aber zu schnell, so wie es aussieht. Nicht überlegt, wo der Ball jetzt wirklich hingehen soll. Alter. Was soll denn hier diese Verteidigungsarbeit? So, Einwurf Wolfsburg. Puh.
Ah, da kriegen wir den Ball nicht weg. Wolfsburg drängt hier im 16er. Alter, kommt ihr wieder frei zum Schuss? Es darf doch nicht die Möglichkeit sein. So, Ospina, Abstoß. So, schön weitergeleitet. Alter. So. Schön. Da war Ries, steht im Abseits. Ja, klar und deutlich. Meter im Abseits. So, Wolfsburg. Vorm 60er Tor. Irgendwie unsere Aktionen hier verlaufen im Sand. Ah, das wird doch nichts so. So, aber jetzt hier bitte. Aufbauen bitte. Konzentrieren. Dachte ich. Aber Wolfsburg ist hier heute aggressiv. Die wollen was. Die wollen was hier schaffen. So, aber Schulz hat da was dagegen. Damit ihr was schafft. So, da kommt Weimann mal wieder nicht hin. Ha, Wolfsburg rennt schon wieder Richtung 60er Tor. Nicht mal abseits? Alter, hört ihr auf mit der Scheiße? So, Ecke oder nicht? So, Wolfsburg wechselt. Wir waren es nicht, das wüsste ich. Bin ja der Trainer, also da muss ich natürlich Bescheid wissen für. So, können wir hier bitte, darf ich auch mal kurz ins Teammanagement gucken? Wäre nett. So, belaunt, ist hier durch. Dann bringen wir hier wieder, wir bringen Rodriguez. So, fortsetzen. So, weg mit dem Ding, rein in die Front. So. Schön gesehen. Ah, der geht nicht dorthin, wo er hin soll. Ah. Früh stören ist heute auch nicht unbedingt unsere Sache. Aber hier das zum Beispiel. Hier uns so durchquetschen. So, jetzt müssen wir voll in die Offensive gehen. Das wird sonst nichts hier. Dass man hier noch was dreht. Dass man hier zumindest das Unentschieden erwirken. So, gut gemacht, gut geklärt. So, 60 im Ballbesitz. Ja, Einwurf, 60. So, auf Weimann. Wieso geht der da rüber? Ich wollte doch nur gerade nach vorne passen. Das war nix. So, Wolfsburg im Gegenmarsch. Aber hier sehr beherzt eingeschritten. So, Ospina faustet das Ding weg. Aus der Gefahrenzone fürs Erste. So. Ich krieg hier gleich einen Wutanfall. Vom Feinsten. So, Ecke für Wolfsburg. Glück gehabt, dass der dran vorbeigegangen ist am Tor. So, raus hier. Weg hier mit dem Ding. Nein, Wolfsburg schon wieder im Ballbesitz. So, aber 60 klärt es fürs erste Mal. Ah, das gibt's nicht. Wolfsburg hat irgendwie die Übersicht heute und 60 mal gar nicht. So, nächste Aktion hier nach vorn, bitte. So, durch die Mitte. So, was machen wir? Was machen wir? Ja, nicht den Ball verlieren. Ich könnte heulen. So, nächster Angriffsversuch von 60. Was war denn das jetzt? Es ist ein stinknormaler Zweikampf. Meine Spieler werden zu voll gebracht und dann pfeift hier keiner. So, Wolfsburg hier schon wieder direkt vor dem Tor. 3:0. Jetzt ist es vorbei. In 5 Minuten 3 Tore. Das wäre fast utopisch.
utopisch wäre das. Ja gut, aber im Fußball ist alles möglich. Da muss nur mal die Initialzündung kommen. Aber leider doch nicht. Wolfsburg läuft hier schon wieder. Läuft und läuft und läuft. Und vom Weiten des 4:0. War ein schönes Ding. War berechtigt, würde ich mal sagen. Da kann man nichts sagen dagegen. 90. Minute ist durch. 60 kann ich mal Schadensbegrenzung machen. Jetzt nicht noch das 5. Tor kassieren, das wäre bitter. Sehr bitter. So, 90 Minuten sind vorbei. Schiri quält uns hier noch eine Runde durch diese Partie. Nicht mal ein Ehrentreffer ist uns vergönnt. Die Abwehrarbeit ist zu krass von Wolfsburg. Und dann das Spiel auch noch vorne. Das haben die heute drauf, vor allem das hier. Was soll das? Oh. Komm, Schiri, pfeif ab. Da bete ich drum, danke. Eine lausige Partie von unseren 60ern. Ich hoffe, es kommen bessere Zeiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.